Hallo, in diesem Video soll es mehr darum gehen, einmal aus verschiedenen Aspekten heraus zu diskutieren, wie wir am besten an das Lipödem-Fett herankommen können. Einige meiner Kundinnen sind eben so weit, dass sie all ihr mobiles Fett verbrannt haben, sie schon ihr Wunschgewicht erreicht haben und sie mich jetzt fragen, wie geht das weiter mit dem Lipödem-Fett? Wie kann ich daran kommen? Das Lipödem-Fett ist eben ein Teil des subkutanen Fetts und wir wollen jetzt einmal beleuchten, wie wir am besten dieses Fett bewegen, wenn das andere, besonders das viszerale Fett durch die Keto, durch die gesunde Form der Keto, eben schon weitgehend aufgebraucht ist und wir jetzt einfach ein bisschen tiefer in die Details schauen. Ich bin Silvia Schnapparelle, Gesundheits- und Ernährungstrainerin und ich arbeite vorrangig mit Frauen, die aus ihrem Lipödem herauskommen wollen und ihre Gesundheit auf ein höheres Niveau bringen wollen, damit sie künftig voller Freude, Vitalität und Gesundheit ihr volles Potenzial nutzen können. Dazu verwende ich halt viele Aspekte des modernen Biohackings. Aber ich bin auch jemand, der sehr gerne recherchiert und sich mit den Studien beschäftigt. Und all diese Dinge lasse ich auch in meinem nächsten Buch wieder mit einfließen, in dem es besonders um diese ganze Thematik gehen soll. Leben im Keto, Low Carb Lifestyle und Targeting des Lipödem-Fetts. Wenn jemand erfolgreich aus dem Lipödem herauskommen will, dann braucht er ein gesundes Maß an Muskelmasse. Man sagt immer, use it or lose it. Und viele Frauen müssen sich da umstellen, dass sie, wenn sie ihr Wunschgewicht erreicht haben, dann haben sie natürlich auch, wenn sie diesen gesunden ketogenen Weg gegangen sind, deutlich mehr Energie generiert. Und mit Hilfe dieser Energie wird es auch immer leichter fallen, sich mehr und anders zu bewegen und dort eine neue Routine aufzubauen. Denn je älter wir werden, desto mehr wird es natürlich, dass wir Muskelmasse verlieren. Wir müssen also immer mehr kompensieren. Wenn wir also glattere Beine haben wollen, schlankere Beine, unseren Grundumsatz erhöhen wollen, wenn wir mehr Energie, mehr Temperatur, mehr Hitze erzeugen wollen. Das heißt, wenn wir mithilfe dieser spürbaren Wärme eben einen höheren Grundumsatz erreichen wollen, dann geschieht dies durch die Aktivierung von unseren Muskeln. Wenn wir also schöne Beine haben wollen, dann brauchen wir natürlich gute Muskeln darunter. Und die helfen uns dann auch weiter, das Fett abzubauen. Und natürlich auch über das Fasten mehr Stammzellen zu generieren. Aber dazu komme ich gleich noch. Also unser wichtigstes Organ in Bezug auf Gesundheit und Langlebigkeit und in Bezug auf den Verlust weiteren Lipödem-Fetts ist die Muskelmasse. Je älter wir werden, desto mehr leiden wir unter dem Muskelverlust und wir brauchen die Muskeln, damit wir gesund alt werden können und damit wir auch unseren Grundumsatz erhöhen können. Aber nicht nur das. Wenn wir Muskeln generieren wollen, unsere Muskeln entstehen nicht einfach, indem wir Proteine essen. Dazu braucht es etwas mehr. Damit Muskeln entstehen können, braucht es Stammzellen. Und das ist gleich das nächste Schlagwort. Wenn wir also in die Richtung gehen, Lipödem-Fett anzupeilen und dort mehr abzubauen, dann können wir beim Abbau dieses Fettes die entstehenden Stammzellen zur Muskelbildung verwenden. Denn die allermeisten Stammzellen stecken in unserem Fettgewebe. Wer das noch nicht wusste, dann seht ihr wieder, wie sich das fügt. Wir können also in die gesunde Keto einsteigen. Mithilfe der Keto können wir mehr fasten, ohne negativen Effekt. Wir können durch das Fasten mehr Stammzellen generieren und wir können dann mithilfe der Stammzellen mehr Muskeln aufbauen
und mithilfe der Muskeln unseren Grundumsatz erhöhen und mithilfe des erhöhten Grundumsatzes mehr Energie generieren. Und diese Energie wird im Keto-Zustand aus den Fetten generiert. Wenn wir also unsere viszeralen Fette verloren haben, unsere Muskeln aufbauen, unseren Grundumsatz erhöhen, dann verbrennen wir auch mehr Lipidem-Fett. Das ist bei mir passiert. Wer das nicht glaubt oder wer da genaueres nachlesen möchte, kann gerne in mein Buch schauen, Mein gesunder Weg aus dem Lipidem. Wer es noch nicht kennt, ich empfehle es wirklich, lest euch das durch. Es sind wunderbare erklärende Grafiken darin und viel Aspekte aus der Biochemie, die ich schon recherchiert hatte und die ich bei mir selbst auch ausprobiert habe. Auch vorher-nachher Bilder von mir und ihr werdet mir dazu stimmen, dass da einiges möglich ist. Heute bin ich 54, habe mein Wunschgewicht erreicht und auch alles sichtbare Lipidem-Fett weitgehend abgebaut. Und auch das ist möglich und darüber werde ich in meinem nächsten Buch schreiben, aber hier eben noch einmal zur Zusammenfassung. Wichtig ist, wenn ihr euch das Lipidem vornehmt, das Lipidem-Fett, das braucht eine lange Vorbereitung. Der erste wichtige Punkt dafür ist, geht in die gesunde Ketose. Erschafft euch einen Stoffwechselzustand der Ketose. Das heißt, nicht esst einfach Fette und kreiert Ketonkörper so viel wie möglich und lasst euren Ketonlevel im Blut auf 4, 5, 6, 7, 8 steigen. Das ist damit nicht gemeint. Wichtig ist, dass ihr diesen ketogenen Stoffwechselzustand erreicht, in dem der Körper Ketone auch verwenden kann effektiv. Wie ihr das macht, wie ihr das gerade in Bezug auf das Lipidem gut hinkriegt, das lernt ihr bei mir in den Gruppencoachings. Dazu könnt ihr gerne mal auf meine Webseite schauen und euch da über den Button zu den Gruppencoachings genauer informieren. Aber wenn ihr diese Basis gelegt habt, dann ist der nächste Schritt, dass wir diese ketogene Ernährung zusammen mit dem Fasten kombinieren, um Autophagie zu aktivieren. Denn Autophagie sorgt dafür, dass Mitochondrien besser funktionieren. Und in der Autophagie werden eben auch Stammzellen freigesetzt. Diese sind dann wiederum wichtig für den Muskelaufbau. Am allerbesten ist es natürlich, wenn wir diese gleich nutzen und im Fastenzustand unser Workout absolvieren. Im Workout werden dann auch gewisse Aminosäuren, gewisse Proteine freigesetzt, die dafür sorgen, dass die vorhandene Muskelmasse geschützt ist und dass wir, nachdem wir dann nach dem Workout in die Ruhephase gehen und ein ordentliches Protein mal nehmen, dass wir dann dafür sorgen, dass unsere Muskeln besser aufgebaut werden. Dazu erzähle ich nochmal etwas Genaueres in einem anderen Video, wie das gemacht wird und warum das so wichtig ist, zum Beispiel auch Omega-3-Fettsäuren zu nehmen für einen besseren Muskelaufbau. Also, noch einmal zusammengefasst, wenn du dein Lipidem angehen möchtest, genau, gezielt angehen möchtest, dann ist es erstens wichtig, dass du in die ketogene Ernährung, der ketogenen Ernährung folgst und erstmal dein viszerales Fett abbaust, deinen Stoffwechsel umstellst auf eine effektive Fettverbrennung und dann das Fasten integrierst, damit du Stammzellen freisetzt und Autophagie aktivierst. Dann mithilfe des Fastens eben auch dazu in der Lage bist, immer besser dein Workout zu absolvieren im Fastenzustand und dann das Fasten mit einer ordentlichen Proteinmahlzeit zu brechen, um den Muskelaufbau zu fördern. Wir können also in dem Fastenzustand dann die Stammzellen freisetzen, die dann für den Muskelaufbau wieder verwendet werden können. Das soll es heute wieder gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.